Weiter geht's mit Star Wars The Old Republic. Wir werden jetzt offensichtlich in eine Falle laufen, ist mir egal. Es ist keine Falle, wenn man weiß, dass es eine Falle ist, ne? Merken, wichtiger Spruch. Dann los, Partner. Dann los, Partner. Ja, jetzt redet man nicht so viel, ne? Wollen wir nicht betreiben. Die Melodie. Oh Gott, kriegt mir der Gänsehaut. Rein in die Falle, wunderbar. Erkunde die verlassene Minenstation, ist das ein Mist. Okay, Kira Carson, mach dich bereit. Das wird eine abartige Falle. Ah, wunderbar. Ich traue dem Braten hier überhaupt nicht. Irgendwas mieft hier gewaltig nach einer Falle. Es ist auch irgendwie viel zu ruhig, ne? Also... Naja. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Wer ist das hier? Wales, wer ist das? Okay, da war kurz der Ton weg, aber ist kein Problem. Und nochmal. Grüße, ich bin Wales. Ja, du bist Wales, mir egal wer du bist. So schnell kommen konntet. Bitte verzeiht die Täuschung. Admiral Hacklin ist noch immer Darth Angrals teuer Diener. Okay, aber wer... Aber sein Name war für dieses bist du dann? Einfach zu praktisch. Er ist ein Sith. Ey, warum bist also du jetzt so? Was? Behandelt man so seine Familie? Familie? Hat er Familie gesagt? Okay. Warte, erklärt euch. Familie? Kira, kennt ihr diesen Mann? Hört nicht auf ihn. Er versucht euch zu verwirren. Uns. Euer Padawan hat euch getäuscht. Kira ist kein Jedi. Sie sondern? Ist ein Kind des Imperators. So wie ich. Und es ist an der Zeit, dass sie in die Obhut ihres Vaters zurückkehrt. Was ist sie? Ich habe noch nie von irgendwelchen Kindern des Imperators gehört. Ja, echt, ey. Wer seid ihr? Die Auserwählten. Na klar. Kinder, die ausgesucht wurden, um dem Ruhm unseres Vaters zu dienen. Eine Bestimmung, auf die wir stolz sein müssen. Verleugnet eure wahre Herkunft nicht. Ich bin kein Sith. Lasst nicht zu, dass er euch gegen mich ganz ruhig. Kurz durchatmen, ja? Wir haben keinen Streit miteinander, Jedi. Kehrt zu eurem Schiff zurück und lasst Kira nach Hause kommen. Der Imperator will es so. Weil ist mir scheißegal, was der Imperator will. Sie bleibt bei mir. Es spielt keine Rolle, woher sie kommt. Sie ist mein Padawan. Sagt unserem Vater, dass er nicht auf einen Anruf von mir warten soll. Ihr könnt vor eurer Bestimmung nicht davonlaufen, Kira. Dank eures kleinen Streits mit Darth Angral weiß der Imperator, dass ihr am Leben seid. Und wo er euch finden kann. Wohin ihr auch geht, Vater sieht euch. Er sieht euch in diesem Moment. Und er will euch zurück. Ja, ist ja wunderbar. Ich würde lieber sterben, als ihn nochmal zu sehen. Ey, was? Oh, schönes Lichtschwert. Ich will auch so eins. Wie ihr wünscht, Schwester. Ich will auch so eins. Ich will auch so eins haben. Was soll das? Die Farbe ist cool. Die gefällt mir. Wieder taufrisch. Die Farbe gefällt mir sehr. So, wir heben den gleich mal ein bisschen hoch hier. Ey, wo ist mein Dingsbell? Scheiße. Blitze, das gefällt deinem Vater auch. Unlimited Power. Oder auch nicht ganz. Jetzt aber. So, ein Kind des Imperators tot, würde ich sagen, ne? Ja, lief doch wunderbar. So, Kira Carson, gehen wir hier weg und wir reden da erstmal gewaltig drüber. Also, das werden wir mal gleich thematisieren, ja. War jetzt keine schlimme Falle oder so, aber... Kind des Imperators ist schon wild, ne? Hätte ich auch mal erwähnen können. Oh, klar. Hey, ich bin Kira Carson, Kind des Imperators und so. Naja. Dann nicht. Dann nicht. Das war jetzt nicht so super. Das lief ja gar nicht so gut. So, wir quatschen jetzt erstmal über Intercom. So, was ist jetzt hier passiert? Danke, dass ihr mir beigestanden habt. Gerne doch. Ich weiß, das war ein großer Schock, aber ich kann es erklären. Kannst du? Meine Eltern waren Sith. Aber der Imperator ist nicht mein Vater.
Kind des Imperators ist nur ein Titel. Verstehe. Ich wurde meinen Eltern weggenommen, als ich noch ein Baby war. Mensch, das ist ja sonst eine Jedi-Praktik. Zusammen mit anderen wie Wallis wurde ich in der Sith-Akademie herangezogen. Es war furchtbar. Tut mir leid. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Schmerzen ihr ertragen musstet. Der Schmerz wurde zur Normalität. Es gab schlimmere Dinge. Hin und wieder wurden die anderen Kinder fortgebracht, um unseren Vater zu sehen. Danach waren sie alle anders. Und keiner konnte sich daran erinnern, den Imperator getroffen zu haben. Okay. Eines Tages bemerkte ich, dass ich nichts mehr von der vergangenen Woche wusste. Sie haben mit mir dasselbe getan. Wir müssen erfahren, was passiert ist. Was auch immer die Sith getan haben, es liegt in euren Erinnerungen vergraben. Wir müssen es aufdecken. Ich habe es versucht. Jedes Mal, wenn ich mich einer Erinnerung nähere, ändert sie sich und entgleitet mir. Okay. Ich war noch ein Kind. Klein genug, um mich auf einem Versorgungsschiff davonzustehlen und den imperialen Raum zu verlassen. Gut gemacht. Ich habe einige gefährliche Orte kennengelernt, bevor ich Meisterin Kiwiks getroffen habe. Sie hat mich zu den Jedi gebracht. Mein Leben verändert. Weiß sie die Wahrheit? Habt ihr Meisterin Kiwiks von eurer Vergangenheit erzählt? Nein. Was hätte ich ihr denn sagen sollen? Übrigens, ich wurde als Sith geboren. Ist das ein Problem? Ist ein fairer Punkt. Ich habe immer gewusst, dass ich eines Tages mit der Wahrheit rausrücken muss. Ich hatte nur gehofft, mich erst als Jedi beweisen zu können. Jetzt weiß der Imperator, wo ich bin. Und die Sith werden niemals aufhören, mich zu jagen. Hey, hey, hey. Warum ist Flirten böse? Ist mir egal. Ich beschütze euch. Sie kriegen euch nur über meine Leiche. So nämlich. Ich habe das unangebrachte Verlangen, euch zu küssen. Die ist ja direkt. Aber das werde ich nicht tun. Warum nicht? Ich bin bereit, die Wahrheit zu sagen. Meisterin Kiwiks, dem Jedi-Rat, allen. Nee, Keine Geheimnisse mehr. Muss sie nicht unbedingt. Wir sollten vielleicht den General wissen lassen, dass er seinen Admiral nicht bekommt. Das wäre eine gute Idee. Der Überläufer, ja, so viel dazu. Hat nicht ganz funktioniert. Naja. Der Admiral ist niemals hier gewesen, General. Yep. Es war eine Falle. Verdammt. Es tut mir leid, dass Sie aufgrund einer Lüge schon dieser okay. Gefahr ausgesetzt wart. Es soll nicht ich habe damit gerechnet. Leider gibt es weitere schlechte Nachrichten. Eure Jedi-Meister haben beide ihre letzten oh, zwei nein. verpasst. Das sieht Meisterin Kiwiks gar nicht ähnlich. Zu welchem Planeten habt ihr sie denn entsandt? Nach Tatooine. Meister Argus ist auf Alderaan. Tatooine. Ihr müsst herausfinden, was mit ihnen und unseren Waffenlaboren geschehen ist. Noch mehr Waffenlaboren? Oh mein Gott. Ich habe auf Typhon zu tun. Geht in Ordnung, General. Aber zuerst muss ich mich in einer wichtigen Angelegenheit mit dem Hohen Rat der Jedi beraten. Wichtiger als die Galaxis vor Darth Angral zu retten? Oh. Ich möchte mal wissen, was das sein kann. Kira hat ein Problem. Die Sith haben es auf meinen Padawan abgesehen. Ja. Das ist eine lange Geschichte. So kann man es auch ausdrücken. Das glaube ich euch gern, aber wir dürfen keine Zeit verschwenden. Bringt die Angelegenheit schnell hinter euch. Möge die Macht mit uns allen sein. Vasata, Ende. Möge die Macht mit euch sein. Bringen wir es hinter uns. Meisterin Kiwiks und Meister Orgas brauchen unsere Hilfe. Aber natürlich. Ich gehe in mein Quartier und meditiere. Sagt mir Bescheid, wenn wir Tython erreichen. Okay. Reisen nach Tython. Wir machen das echt. Wir informieren den Rat. Oh, oh. Weil der Rat ja auch immer so toll war. Oh, ist klar. Der Rat der Jedi, ey. Die, wie ich die hasse, wirklich. Nur Scheiß gemacht. Oh, die Melodie. Binary Sunset heißt das Lied, glaube ich. Sprich mit dem Hohen Rat der Jedi. Oh, Gottes Willen. Schnellreise, geht das? Nope, oder? Doch, geht, ne? Hehe, das geht. Nicht möglich? Ach, ihr Schweine. Ist nicht nett. Schade. Ja, wunderbar. Muss ich echt erst landen, damit ich schnell reisen kann? Ach, das ist dumm gelöst. Das hätte um einiges angenehmer sein können. Naja. Boah, die Melodie von Star Wars ist halt grandios. Star Wars und Hellring Musik, ne? Oh. Na. Da sind wir auch schon. Wollen wir den
Okay, wir informieren ihn jetzt noch in dieser Folge. Was soll's, komm. Was soll's. Was soll's. Wir werden jetzt hier nicht unnötig in Länge ziehen. Ich bin auch schon gespannt, was sie zu sagen haben, von daher. Ab zum Rat. Ich mag den Rat nicht. Jedi-Rat. Wobei der Jedi-Rat eigentlich ganz in Ordnung ist. Ja, der ist okay. Mach dich gefasst, Kira, jetzt geht's ab. Meine Mission ist komplizierter geworden. Meister Orgus und Meisterin Kiwix sind verschwunden. Ich werde auf Tatooine und Alderaan nach ihnen suchen, aber zuerst muss mein Padawan euch etwas sagen. Kira? Ich wurde auf Droom und Kaas geboren. Meine Eltern waren Sith. Beim zweiten Mal fällt es mir leichter. Das war aber noch nicht alles. Das will ich auch hoffen. Gebt mir etwas Zeit, den Rat zu versammeln. Die meisten von uns sind nicht auf Tython. Natürlich. Das wird jetzt knallen. Und dann hat mein Meister mich davon überzeugt, herzukommen und es euch zu erzählen. Das war so ziemlich alles. Yep. Wir haben Gerüchte über diese Kinder des Imperators gehört. Aber jetzt haben wir endlich den Beweis für ihre Existenz. Es ist beunruhigend, dass wir nie die Wahrheit gespürt haben, seitdem Meisterin Kiwix Kira zu uns gebracht hat. Das macht sie umso gefährlicher. Nein. Sie muss eingesperrt werden. Hier wird niemand eingesperrt. Kiras derzeitiger Meister sollte ein Wörtchen mitzureden haben. Was schlagt ihr vor? Ich sperre die doch nicht ein, bist du wahnsinnig? Nichts. Die Situation erfordert keine Maßnahmen. Ich dachte nur, dass ihr die Wahrheit wissen solltet. Und jetzt, da wir sie kennen, dürfen wir die Gefahr nicht ignorieren. Einmal, willst du mein Lichtschwert im Mund haben, oder was? Ihr erlauben, ein Padawan zu bleiben? Ein Jedi-Ritter zu werden? Der nervt mich. Unvorstellbar. Wirklich? Haben wir von den Kindern des Imperators nicht erst durch einen Sith erfahren, der sich zur hellen Seite bekehrt hat? So nämlich. Meister Braga spricht die Wahrheit. Jeder kann gerettet werden. Angesichts eurer Abstammung war es nur natürlich, dass ihr Angst vor unserer Reaktion. Kann ich voll nachvollziehen. Jetzt zählt nur, dass ihr eure Vergangenheit hinter euch lasst und euch ganz der Sache der Jedi hingebt. Könnt ihr das? Das versuche ich schon, seit Meisterin Kiwix mich gefunden hat. Es ist wahr. Kira ist ein guter Padawan. Ich vertraue ihr mein Leben an. Da habt ihr es. Ich brauche keinen weiteren Beweis für Kiras Loyalität. Sehr gut. Richtig. Und ich denke, am besten ist es, wenn Kira da bleibt, wo sie jetzt ist. Das ist ein Fehler. Wenn Meisterin Kiwix hier wäre, würde sie dasselbe sagen. Wie sie zurückkehrt, steht das Urteil dieses Rats fest. Kira ist am sichersten in eurer Obhut. Danke. Schön, dass sie ihr noch eine Chance gibt. Ich verspreche, dass ich euch stolz machen werde. Selbst euch, Meister Kaedan. Es war die richtige Entscheidung, gute Antwort. Aber jetzt solltet ihr zu eurer Mission zurückkehren. Aber na klar doch. Möge die Macht auf Tatooine und Alderaan mit euch sein. Ebenfalls, Meister und Satil. Die mag ich, die ist cool. Die ist lieb. Das war doch gut. Das lief doch super. Das lief doch wunderbar.